Hallo liebe Leute, und nach den anstrengenden Nebenaufgaben machen wir jetzt weiter normal, wie gewohnt, bei Super Mario RPG. Wir werden nämlich jetzt die Geschichte fortsetzen. Und dazu müssen wir nämlich hier wieder hochgehen und dem König und der Königin sozusagen Bericht erstatten, dass wir wieder zurück sind und den Stern geholt haben. Yay! Ja Leute, das müssen wir jetzt tun, deswegen dürfen wir diesen ganzen Weg nochmal hinlaufen. Ah, die hätten dieses Schloss wesentlich kleiner bauen können. Ah, naja, was soll's. Oder wir können uns hier einfach mal die Statuen betrachten, die von uns hier angefertigt wurden. Ich will die königliche Statuensammlung sehen. Sie ist echt bemerkenswert. Diese Statue, sie wirkt so unweltlich. Ja, ist ja auch kein Wunder. Geno ist ja auch nicht von dieser Welt. Okay. So, dann wollen wir mal schnell hinrennen. Denn sie erwarten uns bestimmt. Und da sind wir auch. Mama, Vater! Konntest du den Stern finden? Ja, die Exam-Rangers klauen ihn uns allerdings, aber wir holen ihn zurück. Wundervoll! Jetzt könnt ihr die Star-Ding reparieren, oder? Wohl nicht. Euch fehlt noch ein Teil, schätze ich. Der letzte Stern. Halt! Er kann nur noch in Bowser's Burg sein. Ja, wissen wir. Aber man kommt nicht hinein. Wir haben es wirklich versucht. Ja, ja. Sogar Mario kann nicht so weit springen. Okay, benutzt den... Genau, Schatz. Benutzt den königlichen Bus. Ja, Mallow. Es ist Zeit für dich, den Bus zu nehmen. Als ich in deinem Alter war. Wirklich? Seid ihr sicher, dass es okay ist? Natürlich, Schatz. Ah, nee, natürlich, Schatz. Er ist repariert, bis ihr uns verlasst. Du musst Mario und den anderen einfach helfen, den letzten Stern zu bekommen. Klar, Mama. Komm, Mario, gehen wir. Yay, wir dürfen endlich den Bus benutzen, der ja so lange unter Reparatur stand. Man muss nur mit denen reden und dann geht schon alles. Die müssen doch nicht mehr wirklich was groß dafür tun. ja... Wie auch immer, wir können jetzt endlich mit dem Bus rüber zu Bowser's Schloss fahren, fliegen, wie auch immer. Auf jeden Fall kommen wir jetzt endlich dahin. Nachdem uns ja von diesem Schwert am Anfang ja der Weg versperrt wurde, im Prinzip abgebrochen wurde, haben wir jetzt endlich die Möglichkeit dahin zu gehen. So, deswegen gehen wir jetzt mal hier rauf, wobei halt, ich will erst noch was machen. Wie viel Platz habe ich überhaupt noch, nach den ganzen Ultra-Pilz-Sammlungen? 4 Plätze noch, ich würde mal sagen, da nehme ich jetzt auf jeden Fall... Halt, Moment. Okay, 2 Ahorn-Siebergruppe habe ich nur, ich denke mal, die reichen auch. Aber was ich mir noch mitnehmen will, sind auf jeden Fall Pilze. Sag, du hast diesen, ich suche etwas Blick in deinen Augen, was kann ich für dich tun? Und zwar will ich 1, 2, 3, 4. Okay, ich muss was verkaufen, auch kein Problem. Ich habe noch ein paar Waffen, die ich loswerden kann. Womit kriege ich das meiste Geld? Mit dem Holzhammer. Macht Brei aus Gegnern. Klingt passend. Der Standard für Hämmer. Verkloppt sich ordentlich. Klassische Mario-Wurfattacke. Absolut haben. Was? Mega-Ballopp. Widerstandsfähiges Hemd. Robuste Arbeitshose. Robuster... Okay, das... da können wir Stunden dran lesen und so. Halt. Jetzt komme ich gar nicht mehr klar, okay? So, ja, ich will auch was kaufen. So, 1, 2, 3, 4, Dankeschön, ich bin weg. Mehr will ich gar nicht. Und dann können wir jetzt ab zum Bus gehen. Nämlich ist er hier oben. Und wir müssen nur mit denen hier noch sprechen. Der Bus wurde endlich repariert. Wir können wieder tätig sein. Prinz Mallow! Wir wollen zu Bowser's Burg. Könntest du uns bitte mitnehmen? König Nemus hat es mir schon erzählt. So über Umwege. Schon klar. Ihr seid sofort da. Hier kommt er. Hier kommt er. Und der Bus ist ein Lakito-Verschnitt. So einen Bus hätte ich auch gerne. Was macht der Motor? Er schnurrt wie ein Kätzchen. Könntest du Prinz Mallow zum Eingang von Burg Bowser bringen? Bowser's Burg? Natürlich. Ich will endlich wieder mit diesem Ding fahren. Du meinst, wo er fliegen?
Komm, Prinz, spring rein! Hurra, auf geht's! Ab auf die Wolke! Und los, fahren wir los! Alle da! Und los! Ab geht's, Leute! Bowser Schloss, wir kommen! Mit dieser Wolke kommen wir eben überall hin. Und da sehen wir sogar noch die ganzen Toads, wie sie darauf warten, wie Mario da sogar hinfliegt. Finde ich auch ziemlich cool. Und wir sind gelandet. Okay, Leute, wir sind wieder im Bowser Schloss. Ganz wie am Anfang. Und Bowser meldet sich auch mal wieder zu Wort. Ah, der Geruch kochender Lava. Daheim ist es am schönsten. Jetzt werden wir es Missy zeigen. Hurra! Allerdings hat sich Bowsers Schloss in der Zeit ein bisschen verändert, wer hätte es gedacht. Nämlich haben wir zum Beispiel rote Blechbüchsen. Der Gabelmann ist entzückt. Der Gabelmann ist entzückt. Fragt sich nur, wie lange. Wir haben jetzt einen Terrakotta. Ja. Zwar nicht ganz die Farbe, aber egal. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie schnell der Gabelmann entzückt ist. Der Gabelmann ist zur Besinnung gekommen. Jetzt nicht mehr. Das reicht nicht, okay. Und er hat sogar einen Mini-Gabelmann in seinem Mund. Was irgendwie schon ein bisschen fragwürdig ist. Egal, Mario, du schießt ihn ab. Der Gabelmann ist zur Besinnung gekommen. Jetzt nicht mehr. Warum reicht das nicht? Wie viel hat er? Na also. Das hätte auch viel eher gehen können. Okay. Na, wie schmeckt denn der? Yay, Peach hat Level Up. Endlich auch Level 21. Okay, HP oder Angriff? Angriff, definitiv Angriff. Ich glaube, sie soll mehr zuhauen können. Mache ich sie mal zur Powerfrau. Okay, der ist schnell erledigt. Naja, fast. Ich würde mal sagen, das war Vorführeffekt. Ich weiß, das ist eine faule Ausrede, aber trotzdem. Ich lasse es trotzdem gelten. Und da gibt man nicht mal Geld? Warum geben die kein Geld? Sind die geizig geworden mittlerweile? Seitdem Smissy das Schloss übernommen hat? Na, wenn es sein muss? Immerhin schenken die Erfahrungspunkte, auch wenn es nur 9 sind, aber warum eigentlich nicht? Die nehme ich auch gerne. Vor allem, wenn sie quasi so verschenkt werden wie jetzt. Die Gegner sind echt witzig. Und noch einmal. Na, darf ich nochmal? Yay! Was für eine geile Runde. Gratis Erfahrungspunkte, sowas liebe ich. Okay, somit gibt es 25... Erfahrungspunkte und jetzt gibt's wieder diese Gabelmänner. Ich würde mal sagen, sofort den Terrakotta erledigen. Und jetzt als nächstes die Gabelmänner. Oh, okay. Sollst du nur sein. Jetzt gibt's erstmal wieder einen Morgenstern. Und sehr viele Stacheln. So, du kannst von mir aus auch aufwachen. Ich, Mario, wird jetzt erstmal den ordentlichen Panzer noch reinsetzen und scheiße, der ist doch schneller dran. Ja, dann gibt's eben einen kleinen Sturm. Dafür gibt's erstmal einen Panzer als Rache. So. Gut, somit können wir weitergehen. So ist es doch am schönsten. Okay, und hier haben wir grüne Goombas. Die haben auch andere Farben bekommen. Die haben sich falsch angestrichen. Egal, wir bekämpfen mal diese Goombas. Weil die eigentlich auch ziemlich lustig sind. Nämlich sie haben auch nicht viel drauf und sie haben auch einen anderen Namen bekommen. Nämlich heißen die jetzt Goomba. So wie als wenn man sich verschlucken würde. Goomba. So irgendwie eine Art. Naja, auf jeden Fall kriegen wir hier auch gratis Erfahrungspunkte. Also kommt her. Solange keine anderen Viecher mit in der Party sind, ist das eigentlich wirklich leicht. Deswegen, ouch, ouch, ouch.
Ach ja, das macht schon Spaß, die Gumbas zu erledigen. Na, dann komm mal her. Ach, diesmal mit dem Sternkruster, okay. Ich habe aber mehr von dir erwartet, Sternkruster. Okay. Umso besser, haben wir wenigstens keine großen Probleme hier. Feuer! Und tschüss! Holladiho! Weiter geht's! Die geben aber viel Geld. Ich werde reich. Mal wieder, aber das Geld werde ich sowieso, spätestens wenn ich hier raus bin, wieder beim Casino vertickern, wo ich ja sowieso als nächstes hin wollte, wo ich sowieso dann noch hin muss, wegen einem gewissen Gegenstand, den ich euch noch zeigen wollte. Dadurch, dass es nebenbei ja Messerschmidt nicht gab. Was mich immer noch ein bisschen ankotzt, dass ich da wirklich so lange gebraucht habe. Egal. So. Ich glaube, das wird nicht reichen, oder? Nein. Okay, Geno macht ein Nickerchen. Macht nix. Jetzt ist er schon wieder wach. Toll, das hat sich gelohnt. Das war ein Kurzzeitschlaf. Sekundenschlaf für Geno. Na, wie dem auch sei. Mello hat Level 22. Ich sollte mal die anderen Mitglieder auch mal in die Party wieder einsetzen. Wobei, ich wollte mal für Peach eine vernünftige Angriffswaffe. Irgendwie vermisse ich die. So, wir sind auf jeden Fall über die kaputte Brücke drüber. Und wenn ich jetzt weitergehe, dann habe ich gleich ein Problem. Erstmal machen wir die Koopas hier kalt. Oh, nicht nur einer. Jetzt gibt es sogar Albert Trooper und Fahrer Koopas. Ja, sie haben jetzt grüne Farbe. Bowser verjagt die Monster. Yay! So einfach geht das. Es liegt aber auch daran, dass halt die ganzen Viecher ja untertan vom Bowser waren. Und deswegen haben die Angst vor Bowser. Deswegen, wenn ihr Bowser im Bowser Schloss in der Partie habt, könnt ihr dementsprechend das Glück haben, dass die Gegner einfach mal abhauen. Ja, was natürlich schade dafür ist, ist, dass die Erfahrungspunkte davon gehen. Aber was soll's. Okay, ich habe diesmal versagt. Bitte mit den Erfahrungspunkten einfach mal futsch. Wollt trotzdem versuchen. Okay, zwei Gumbas, kommt her. Der Gabelmann ist immer noch entzückt. So, das war schon mal mit dem Kruster. Und jetzt geht's erstmal mit dem Gumba an den Kragen. Gugumba! Und das war ein bisschen lasch. Aber der ging wenigstens. Okay. Schauen wir mal, wie wir mit diesem Gabelmann jetzt zurechtkommen. Komm nur zur Besinnung, ich habe erstmal wieder einen fetten Morgenstern. Perfekt. Und weiter. Ich habe noch einen erledigt. Okay, dann kommt der nächste Koopa dran. Man, hier sind aber viele. Ich würde mal sagen, ich hole mir erstmal die Erfahrungspunkte von diesen Koopas hier. Ja. Vor allem aus dem Grund, weil die wirklich schnell abhauen. Ich kann wirklich froh sein, dass ich Mario in der Party habe. Weil so kann ich wirklich sicher sein, dass ich diesen fetten Riesentrooper schnell erledige. Weil sonst wäre das wirklich etwas problematisch, wenn der wieder so angestampft kommt. Dadurch, dass das ja schon das letzte Gebiet ist quasi. Der Gabelmann ist entzückt. Und nimm das. Okay, wieder Gugumba. Und als nächstes wieder den Gabelmann. Ich finde ja, dass Geno die HP hätte gebrauchen können. Wenn ich mir seine HP so anschaue im Vergleich zu anderen. Tja, das war daneben. Und jetzt, bye bye. Und das war's mit ihm. Okay, sehr schön. Ich würde sagen, einen Koopa nehme ich noch mit. Den anderen lasse ich da einfach jetzt rumflattern. So. Somit werden wir jetzt Erfahrungspunkte reich und nimm das. Mal schauen, wie dir diese Stacheln schmecken. Wahrscheinlich nicht so gut, aber trotzdem. Nimm sie. Sei damit zufrieden und bleib am Boden. Denn mein Panzer ist härter. Okay.
So, damit haben wir das erstmal soweit gesäubert. Und beim nächsten Mal würde ich sagen, gehen wir hier weiter durch Bowsers Schloss. Ihr erinnert euch ja sicherlich noch, dass hier im Prinzip ein Kampf stattgefunden hat. Wir können jetzt hier weiter. Beim nächsten Mal werden wir schauen, wie es hier in dieser dunklen Kammer weitergeht. Deswegen bis dahin auf Wiedersehen, liebe Leute. Ja, Bugs. Das war knapp.